schönen guten Morgen, liebe Fittorial-Zuschauer. Meine sportlichen Hundekollegen sind auch schon am Start. Es ist der letzte Urlaubstag für uns und ich habe mir eine kleine sportliche Challenge überlegt und nehme euch mit auf diese kleine Reise, um euch vielleicht zu inspirieren, Ähnliches zu tun oder euch andere sportliche Sachen zu überlegen, die ihr dann umsetzen könnt. Und zwar habe ich mir überlegt, also ich habe jetzt den ganzen Urlaub über viel Schwimmtraining gemacht quasi. Ich bin jeden Morgen hier meine Bahnen geschwommen, immer ein bisschen mehr. Bin auch besser geworden, das habe ich auch gemerkt. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt überlegt, vor dem Frühstück noch eine Stunde zu schwimmen. Eine Stunde am Stück hier meine Bahnen zu ziehen. Die Hunde haben irgendwas Neues entdeckt. Es ist 7 Uhr morgens. Wie warm ist es? Sehen wir gleich, ja, das ist eine Anzeige, aber... Es ist warm an. Ist okay, ne? Ach nee, die Anzeige ist leider... Ach ja, stimmt. Wir haben Stromausfall. Es ist leider kein Strom da, das heißt, wir haben keine Anzeige. Gut, wir müssen dann mal raten. Also ich denke mal, wir haben 7 Uhr. Ja. Ja. Handy habe ich dabei, das heißt, du kannst mir Updates geben. Boah, es sieht wieder ziemlich, ziemlich krass aus hier. Und dein See. Ja, es ist tatsächlich das Meer. Sieht nicht ganz so aus, aber es ist das Meer. Das Mittelmeer. Boah, die Sonne ist noch gerade da aufgegangen. Da hinten seht ihr meine schöne Schnur mit den Bojen. Das ist meine Orientierung, da schwimme ich immer hin und her. Wollen wir mal loslegen? Geschafft! Huiuiuiui! Also es war sehr anstrengend, aber auch extrem gut. Und ich habe mich selten so sehr auf ein Frühstück gefreut. Hey. Das ist wirklich krass beim Schwimmen, wenn man einen guten Rhythmus hat. Also wirklich immer... Ja, ausatmen, lange Gleitphasen, dann verfällt man schon fast in so eine Art Trance. Oder ich glaube, die Läufer nennen das ja irgendwie Runner's High, dass du wirklich nicht mehr merkst, wie die Zeit vergeht. Ich zähle an immer so ein bisschen so die Bahnen mit, aber teilweise was zwischen den Bahnen passiert, also zwischen den Enden der Bahnen, kann ich ja nicht mehr sagen. Das ist, dann ist man so in Gedanken, geht alles Mögliche so durch. Kommentiert doch einfach mal unter dieses Video, was ihr so für Challenges im Kopf habt. Vielleicht als Vorschlag auch für mich. Was wird hier gemacht? Also vielleicht habt ihr ja auch irgendwie eine Idee, was wir mal machen könnten. Oder auch was ihr vielleicht schon gemacht habt. Und was mir eben beim Schwimmen auch noch mal eingefallen ist. Manche Schwimmer unter euch, vielleicht sind ja ein paar Hobbyschwimmer dabei, die werden jetzt lachen und sagen, ihr schwimmt eine Stunde und ist völlig im Eimer. Aber genau das ist eigentlich egal. Also es ist egal, ob ihr euch vornehmt, ihr schwimmt jetzt 20 Minuten oder bei mir weiß ich halt, ist eine Stunde
ist für mich quasi eine Herausforderung. Darum geht es einfach nur, ne? Ihr nehmt euch irgendwas vor, was für euch eine Herausforderung ist, und die meistert ihr. Ist egal, ob der Olympiaschwimmer darüber lacht oder, weil für andere ist das vielleicht auch wiederum krass, aber im Grunde geht es ja nur um euch. Also, da haben wir schon wieder Hunde. Das ist die andere Gang. Ja, dann ein schönes Training euch. Ich muss frühstücken. Guten Morgen. Was guckt der so doof?